Lieben, ich bin Medi und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute soll es mal um das Thema Atmung gehen, denn viele von euch wissen ja sicherlich, dass es beim Yoga nicht nur um die Körperhaltung und die Asanas geht, sondern noch um viel, viel mehr. Atmung, Pranayama, ist ein weiterer Bestandteil und darum soll es heute gehen. Ich möchte euch ganz gerne die Wechselatmung Nadi Shodhana erklären, bei der wir abwechselnd durch das rechte und linke Nasenloch ein- und wieder ausatmen. Nadi steht in diesem Fall für Energiekanäle, Shodhana für Reinigung. Wir wollen also die Energiekanäle in unserem Körper reinigen, um so die rechte und linke Gehirnhälfte wieder miteinander zu verknüpfen, zu verbinden und zu harmonisieren. Vielleicht kennt ihr das, manchmal hat man so Tage, da ist man so ein bisschen drüber, man ist total hibbelig, man ist auch irgendwie total gestresst und kommt nicht so richtig runter. Und genauso gibt es eben auch die Tage, wo man ja sehr müde ist, nicht so richtig aus dem Tee kommt und irgendwie die ganze Zeit nur rumliegen könnte. Und da kann uns eben die Wechselatmung helfen, diese beiden Energien wieder so ein bisschen auszugleichen, um ja wieder zu mehr Klarheit, zu mehr Fokus zu kommen und auch zu einer gewissen inneren Ruhe und Gelassenheit. Ja, ihr braucht nichts weiter, außer eine Mudra, eine Handgeste. Wir benutzen heute das Vishnu Mudra. Dafür nehmt am besten mal eure rechte Hand, wenn ihr Linkshänder seid, die linke. Klappt euren Zeigefinger und euren Mittelfinger nach unten, das Daumen, Ringfinger und der kleine Finger nach oben zeigen. Dann bringt ihr euren Daumen ans rechte Nasenloch und euren Ringfinger ans linke. Und dabei ist es wirklich wichtig, dass ihr eure Nase nicht so richtig zuquetscht, sondern einfach nur sanft drauflegt, um die Luftzufuhr zu verhindern. Abwechselnd werden wir jetzt links ein- und ausatmen. Eure linke Hand ist ganz entspannt auf eurem linken Oberschenkel. Wenn ihr möchtet, bringt Daumen und Zeigefinger zusammen. Und ja, ich würde sagen, wir legen direkt los. Am besten macht doch gleich mit, um direkt davon zu profitieren. Viel Spaß! Finde eine bequeme Sitzposition und bring deine Hände nochmal entspannt auf die Oberschenkel. Bevor wir mit der Wechselatmung beginnen, atme nochmal dreimal tief ein und aus durch die Nase. Atme dafür vollständig ein und lang aus. Nochmal tief, tief ein und ausatmen, zieh den Nabel ran. Letztes Mal tief ein. Und vollständig aus, ganz leer werden. Wunderbar. Jetzt bring deinen rechten Daumen aufs Nasenloch und atme durch links ein, ein, ein. Verschließe dein linkes Nasenloch, öffne rechts, atme aus, aus, aus. Atme rechts ein, ein, ein. Rechts verschließen, links öffnen, aus, aus, aus. Links ein, ein, ein. Links verschließen, rechts öffnen, aus, aus, aus. Rechts ein, ein, ein. Rechts verschließen, links öffnen, aus, aus, aus. Links ein, ein, ein. Links verschließen, rechts öffnen, aus, aus, aus. Rechts ein, ein, ein. Rechts verschließen, links öffnen, aus, aus, aus. Links ein, ein, ein. Links verschließen, rechts öffnen, aus, aus, aus. Rechts ein, ein, ein. Rechts verschließen, links aus, aus, aus. Achtung, wir bauen eine kleine Pause mit ein. Atme links ein, zwei, drei. Links verschließen, kurz halten. Rechts öffnen, aus, zwei, drei. Rechts ein, zwei, drei. Rechts verschließen, kurz halten. Links öffnen, aus, zwei, drei. Links ein, zwei, drei.
Links verschließen, kurz halten. Rechts öffnen, aus. Zwei, drei. Rechts ein. Zwei, drei. Rechts verschließen, kurz halten. Und links öffnen, aus. Zwei, drei. Wir ziehen die Atemzüge länger. Atme links ein. Zwei, drei, vier. Links verschließen, kurz halten. Rechts öffnen, aus. Zwei, drei, vier. Rechts ein. Zwei, drei, vier. Rechts verschließen, kurz halten. Links öffnen, aus. Zwei, drei, vier. Links ein. Zwei, drei, vier. Links verschließen, kurz halten. Rechts öffnen, aus. Zwei, drei, vier. Rechts ein. Zwei, drei, vier. Rechts verschließen, kurz halten. Links öffnen, aus. Zwei, drei, vier. Wir erhöhen auf fünf. Atme links ein. Zwei, drei, vier, fünf. Links verschließen, halten. Rechts öffnen, aus. Zwei, drei, vier, fünf. Rechts ein. Zwei, drei, vier, fünf. Rechts verschließen, halten. Und links aus. Zwei, drei, vier, fünf. Wir gehen wieder zurück. Atme links ein. Zwei, drei, vier. Links verschließen, halten. Und rechts öffnen, aus. Zwei, drei, vier. Rechts ein. Zwei, drei, vier. Rechts verschließen, halten. Links öffnen, aus. Zwei, drei, vier. Links ein. Zwei, drei, vier. Links verschließen, kurz halten. Rechts öffnen, aus. Zwei, drei, vier. Rechts ein. Zwei, drei, vier. Rechts verschließen, halten. Links öffnen, aus. Zwei, drei, vier. Die letzten beiden Runden. Atme links ein. Zwei, drei. Links verschließen, halten. Rechts öffnen, aus. Zwei, drei. Rechts ein. Zwei, drei, rechts verschließen, kurz halten, links öffnen, aus. Zwei, drei, letzte Runde, links ein. Zwei, drei, links verschließen, kurz halten, rechts öffnen, aus. Zwei, drei, rechts ein. Zwei, drei, rechts verschließen, halten, links öffnen und vollständig aus, 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 aus. Bring deine rechte Hand auf deinen rechten Oberschenkel. Lass die Augen geschlossen. Spür nach. Genieß die Stille. Die Ruhe. Die innere Balance. Du kannst die Wechselatmung üben, wenn du mehr Konzentration brauchst.
wenn du den Fokus mal verloren hast. Aber auch wenn du gerade in einer stressigen Zeit bist, zum Beispiel in der Prüfungsphase in der Schule oder in der Uni, oder wenn im Job große Entscheidungen bevorstehen. Du kannst die Atemtechnik auch anwenden, wenn du Flugangst hast oder andere Ängste dich plagen. Immer dann, wenn du deinen Geist beruhigen möchtest und du eine Extraladung an Prana, Lebensenergie, zurückholen willst. Immer wenn du dich aufladen willst mit neuer Energie. Und dann allmählich öffne sanft deine Augen.